Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Burnout 4 im Überlebensmodus. Heute wollten wir eigentlich mit der Railroad beginnen, allerdings gibt es hier ein kleines Problem und zwar müssen wir derzeit mit Vater weiterarbeiten, jedenfalls denke ich das. Und deswegen werden wir das Institut jetzt anfangen und ich denke, dann werden wir übergehen zu der Railroad. Ansonsten haben wir gespeichert und werden das ja sehen. Und ich wäre da als allererstes mal. Ich werde jetzt allererstes mal zum Institut. Nein, gar nicht. Zu Miss Fusion müssen wir, ne? Zu Miss Fusion. Tja, begib dich per Transmission, okay. Wenn wir dies jetzt tun, dann werden wir die Bruderschaft als Feind haben. Die Frage ist, werden wir die Railroad auch schon als Feind haben? Das werden wir dann sehen. So, dafür müssen wir aber hier nach oben, ne? Ich hasse diesen Fahrstuhl, ne? Ah, da kommt er aber schnell runter. Aber fährt voll langsam hoch, oder? Habt ihr gesehen, wie schnell er runterkommt und wie langsam er hochfährt? Das ist doch crazy. Anstatt genauso schnell wieder hochzufahren. Na komm. Beam mich hoch, Scotty. Oh! 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 Wir müssen unsere Rüstung noch wiederholen, ne? Ganz vergessen. Und wir müssen uns vorbereiten, weil momentan spielen wir ja noch mit unserem originalen Speicherstand. Das muss man dazu sagen. Wir müssen uns also jetzt schon mal vorbereiten und dann, wenn wir später quasi, ja, diesen Zweig lang laufen, wo sich der Zweig spaltet, werden wir da abspeichern. So, einmal meine Powerrüstung bitte. Das habe ich gesehen. Hä? Okay. Dinge, die ich nicht verstehe. So. Dann wollen wir mal die Vorbereitungsmaßnahmen. Deacon können wir, glaube ich, auch nicht mitnehmen, ne? Ja, ganz ehrlich, Deacon können wir nicht mit ins Institut nehmen. Das ist unmöglich. So, was haben wir denn hier so Schönes? Der neue Furza, ne? Skulltöters Faust. Molotov-Cocktail, Plasmamine. Das kann alles weg. Ich will nicht alles mitnehmen. Nein, 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 nein. Ich will nur meinen ganzen Schrott abladen. So, aufbereitetes Wasser brauchen wir. Blutpaket brauchen wir nicht. Bonbon kann auch weg. Buff out. Ja, Kram. Brauchen wir auch nicht. Gegrillt ist, können wir behalten. Wir müssen alles loswerden, was so ein bisschen Gewicht hat. Ihr seht schon, wir haben immense Gewichtsprobleme. Wir haben zwar schon fast alles abgelegt, aber haben trotzdem noch 369. Karotten, Kartoffelchips, Köterkeule. Götterkeule behalten wir mal. Das können wir jederzeit hier rausholen. Was ich gut finde, ist, dass das Essen hier nicht vergammeln kann. Das wäre ja noch was gewesen. Oh, das Eieromelett behalten wir auf jeden Fall. Weil das wiegt nur 0,1. Was mich eigentlich theoretisch nicht wirklich satt machen kann. So, Red Hirschfleisch. Kann auch alles weg, ne? Kommt denn noch das ganze Gewicht her? Ach, das war auf jeden Fall ein großer Teil davon. Bestrahltes Blut, Whisky, Wodka, Eier. Nein, den packt's nicht. Diverses. Was kann ich hier alles ablegen? Und dann haben wir hier jede Menge Munition. Welche Munitionsarten haben wir nochmal? Können wir das hier direkt gucken? Wir haben 10 mm. Wir haben Schrot, Zelle, Plasma, EZ und 45. Okay. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. 5 mm Pistole. Das kann auch weg.
Wo kommt denn mein ganzes Gewicht her, sag mal? Crazy. Verstehe ich nicht ganz. Naja, gut. YOLO. Wir sind krank, ne? Ist ein bisschen blöd. Hallo, ich hab geduscht. Ach, jetzt funktioniert es trotzdem doch nicht hier. Woher hat es noch funktioniert? Meine Rüstung. So, willst du mich verarschen? Ah, ich habe auf meine AP geachtet. Ach, bin ich blöd. Was stimmt mit meiner Rüstung nicht? Mann, meine schönen Farben. Ach, wenn ich sie anhabe, sind sie da, oder was? Das ergibt Sinn. Das ergibt sehr viel Sinn. Na gut. Ich würde gerne noch einen Arzt aufsuchen. Dafür werden wir nochmal ganz kurz die Railroad aufsuchen. Und wir haben ein Level-Up, ne? Das müssen wir auch gleich noch einfordern. Wo ist der Onkel Doc, den ich zweimal getötet habe? Doktor! Die Runner sind im Spiel. Wenn du also einen Synth beschützen musst, bewaffne dich bis an die Zähne. Hi. Jetzt sind Runner im Einsatz. Das war's dann mit unserem Leben. Für jeden Synth, der es rausschafft, gebe ich eine Runde aus. Unterstützt keine Sprachkommunikation. Wo ist denn der Doc? Da. Du musst mich heilen. Bist du verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Laurie es noch durch einen Metalldetektor schafft. mich heilen. Eigentlich wieder in Ordnung, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Ich habe einfach alles. Wurde verprügelt. Ah, da habe ich schon. Hält das auch meine Müdigkeit? Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Das war's. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Okay, ich bin nicht mehr krank. Wir müssen aber essen und trinken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Wir sind zwar ein bisschen müde, aber was soll's. Jetzt können wir wenigstens erfahren, ob wir, wenn wir per Teleport reisen, ob wir dann tatsächlich hungrig werden oder so. Weil dann könnten wir eigentlich jedes Mal den Weg durch das Institut nehmen, weil wir uns ja immer porten. Ja, theoretisch ist es besser, immer zum Institut zu reisen und vom Institut weiterzureisen. Der Abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Wenn ich mir das merken kann, Freunde, dann werden wir es immer machen. Weil besser kannst du gar nicht reisen. Weil du teleportierst dich, es vergeht keine Zeit, du wirst nicht hungrig, du wirst nicht müde und du wirst nicht durstig. Das ist awesome. Hört sich zwar alles nach einem kleinen Cheat an, aber wir nehmen das, was das Spiel uns gegeben hat und die Mods und werden es einfach ausnutzen. Weil eigentlich kann man im Survival-Modus ja nicht reisen. Da frage ich mich doch, wie man zum Institut kommt. Auf geht's, Leute, auf geht's. Durch den Sprung zu Mass Fusion wirst du für immer ein Feind der stählernen Bruderschaft. Ja, ist mir egal. Oh, Flughafen Boston is no longer a lie to you. Ach, scheiß auf die Bruderschaft, ganz ehrlich. Die gehen mir sowieso auf den Sack. Sollen die ruhig mein Feind sein? Ich mach die kaputt. Mach ich ja sowieso jedes Mal, wenn sie angeflogen kommen. Also von daher ändert sich für uns eigentlich nichts, außer dass wir keinen Flughafen mehr haben, wo ich eigentlich ein Kino aufbauen wollte. Kriegsbeute fehlgeschlagen. Ziel entdeckt. Eindringlinge. Sichtkontakt verloren. Nicht so. Nein, nicht so.
Wer bist denn du? Dich meinte ich jetzt eigentlich nicht. Mit gutem Beispiel voran, achso, ja. Komm, wir sowieso nicht mehr binden. Kann es sein, dass der Survival-Modus einfach leichter ist? Ich hatte das Gefühl, dass wir auf dem Schwierigkeitsgrad schwer mehr Probleme mit den Gegnern hatten. Verrückt. Naja. Da ist ja noch jemand. Lass niemanden am Leben. So, wie kamen wir nochmal in den Raum? Ich glaube, ich hatte mich reingeschietet, ne? Ich kann diesen Beryllium-Beschleuniger nirgends finden. Sie müssen ihn mitgenommen haben. Den haben wir doch schon mal gefunden. Ich weiß doch, wo er ist. So, knacken wir das Ganze hier nochmal. Habt ihr auch gerade ein Déjà-vu? So, ich hoffe, dass wir somit zum Ende von der Railroad kommen. Weil doch haben wir die Railroad ja nicht als Feind. Doch tun wir so, als wären wir die Freunde des Instituts. Ja, that was easy. Das wär's. Ja, kennen wir alle schon. Beschafft die Hauptschlüsselkarte. Das war leicht. Schlüsselkarte dürfte nützlich sein. So, jetzt gehen wir nach unten, nur um unten die Tür zu nehmen und rauszukommen. Ist das nicht toll? Ich muss sagen, das Institut war bisher das leichteste. Also da hatte ich echt größere Probleme, als ich die Bruderschaft hatte. Weil wir sind ja mit einem Heli hier angekommen und da waren 1000 Gegner. Und hier ist heute nichts. Dann wollen wir doch mal schauen. Keine Gegner? Wer ist da? Achso, doch. Warte, hier drüben, was war das? Alter! Bist du da jetzt auf gerade runtergesprungen? Oh, ich glaube, der war legendär. Da muss ich gleich hoch. Den legendären brauche ich. Geben mir richtig guten Stuff, die Jungs. Oh, ich muss auch sehr verdammt weit hochklettern dafür. Ey, guck dir das an, ich klatsche die mit einem Schlag weg. Was ist denn das für ein Survival-Modus? Was? Ziel erneut erfasst. Wie viele denn noch von euch? So ein Paladin als Legendär, das wäre cool. So, dann wollen wir mal wieder klettern. Da gehen wir gleich rein. Alter, kannst du das mal bitte lassen, Zero? Wie oft willst du da noch runterfallen? Hab ich irgendwas, was mein AP boostet? Hab ich wahrscheinlich abgelegt, ne? Na, es regeneriert sich schon schnell. So. Hier wart ihr aber noch nicht, oder? Nein. Schade. Mann, wieso hätte der Legendär nicht einfach runterfallen können? Das wäre so viel einfacher gewesen. Ein Schlagring.
10% Chance bei erfolgreichen Blocken 10 elektrischen Schaden zuzufügen. Das ist crazy, ey. Das ist richtig heftig. Aber ich habe noch nie geblockt. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Was zum Teufel? Okay. Tun wir einfach mal so, als hätte er es gerade nicht rumgespackt, wenn das nicht fliegen wollte. Ich hätte einfach runterspringen können und die Tür benutzen können, weißt du? Ja, das entzieht sich einfach jeglicher Logik, was hier passiert. Oh, hi. Das war das. Nicht so. Da jammert er noch. Hallo, Mr. Legendärer. Wo ist dein Stuff? Wo ist dein Stuff? Red betrieben? Du hältst mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Jetzt kriege ich hier nur noch Sachen, mit denen ich jemanden aufs Maul geben kann. Krass. Ich höre schon den ganzen Tag Sachen. Das dürfte ich sein, ich rede sehr viel. Sag mal. Bist du da gerade runtergesprungen? Alles wird schwarz. Ah, schön. Ach, das Ding ist der Hammer. Bitte was? Heute ist echt der Wurm drin, ey. Heute ist echt der Wurm drin. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Meint, ich kann mit Kämpfsamen mich irgendwie anschleichen und alle töten? Das ist hier cool. Was zum... Okay, wir haben nur noch einen Schlitz, mit dem wir gucken können. Was ist denn heute los? Ich hatte heute schon so ein krasses Pech bei Pokémon. Ah, der Beryllium-Beschleuniger, da hinten war er doch. Hier war ja sonst nichts anderes, ne? Genau. Da kommen zwar gleich ein paar Geschütztürme, aber wenn wir schnell genug sind, können wir uns alle mal... Ihr wisst schon was. So. Wie war das noch gleich? Soll ich einfach von unten gehen? Nein, habe ich alles schon gelesen. Habe ich alles schon gelesen, Freunde. Das müssen wir nicht nochmal lesen. Ich dachte, ich kann das da... So kann ich das hier nicht anmachen. Ah! Der professionelle Knopfdrücker ist zurück. Zyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. Nice. So, wir beeilen uns einfach. Und da kann uns eigentlich nichts passieren. Knopf. Sicherheitsalarm in Reaktorkammer. Notabsperrung. Zu spät. Bin schon längst draußen. Bitte warten. Voll abgezogen, ey. Dekontaminierung abgeschlossen. Guckt euch die Deppen an. Oh, da kommt ja noch mehr, ne? Und da war ja was. Der Bot. Ich glaube, der hat mich schon längst entdeckt. Oh Gott! Auch noch legendär! Ich treffe ihn nicht! Nein, bitte nicht töten! Initiiere Suche.
Hilfe. Nach feindlichem Ziel. Holy shit. Wo ist der andere Scherzkeks? Stimpacks, stimmt, die machen mich ja. Die machen mich ja durstig. So, was wollten wir unbedingt machen? Tierfreunde. Auf Tuchfühlung mit Bestien. Zieh mit deiner Waffe auf ein Tier. Einschüchtern. Ödlandflüsterer war das, ne? Meistere postapokalyptische Welt. Ziel mit deiner Waffe auf Kreaturen. Genau. Charisma. Ja, aber das brauchen wir, um Tiere zu machen, ne? Wofür habe ich nochmal Apotheker gemacht? Weiß ich gar nicht. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Mysteriöser Fremder. Action Boy. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Verwendest du Waffen oder Rüstung, erhältst du deine seltene. Aha. Ist auch nicht schlecht, ne? Mann, ich weiß es auch nicht. Was soll ich denn nehmen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Da waren wir stehen geblieben. Oh Gott, ich hab gefehlt. Kontakt erneut erfasst. Jetzt stirb doch halt. Da ist ja noch mehr. Wo ist hier noch was? Aber wahrscheinlich da drin, ne? Okay. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist rausgehen. Der Watzmodus ist so OP. War hier der Ausgang? Hier waren offensichtlich die Toiletten. Oh, ich dachte schon, das wäre wieder so ein Bot gewesen. Erbärmlich. Absperrung beendet. Hatten wir jetzt eigentlich den legendären aufgesammelt? Haben wir da so irgendwas Schönes bekommen gehabt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht aufgesammelt, ne? Ne, habe ich nicht. Reduziert den durch Tiere verursachten Schaden. Das ist ja. Wisst ihr doch, als wir die anderen Seiten gemacht haben, wie die Bruderschaft und die Minutemen, was wir da für geile Sachen bekommen haben? Tja. Das nimmt man einfach Pech. Okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Und ich würde sagen, Freunde, mit diesem Ende verabschieden wir uns aus dieser Folge und sehen uns morgen wieder zu einer neuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.